die bunten Vögel auch. Schade, dass man nicht mehr in ein Gehege tun kann. Ich finde die... Also ich finde es jetzt gut, dass wir wenigstens hier jetzt mehr Platz haben scheinbar. Sehr viel mehr. Aber es ist ja immer noch doof, dass wir hier beschränkt sind. Dass wir hier nicht noch mehr hin tun können. Weil eigentlich ist hier der Platz ausreichend für noch mehr Viecher. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Seltsam. Naja, egal. Okay, dann gehen wir mal zurück. Das nochmal einmal einsammeln. Okay, warte. Webstuhl. Wenn wir das jetzt verbessern wollen. Jetzt können wir das, ne? Okay, Horn eines Graffhorns. Okay, das haben wir noch nicht. Okay, ist auch mit alter Magie. Das würde ich auch gerne verbessern. Hobbs Höhle sollte nicht sehr weit von ihm sein. Die kann den Ort auf ihrer Karte markieren. Eine Phönixfeder. Okay, Phönix kriegen wir vielleicht auch noch. Mythikus Totalus. Vollständig verbessert, okay. Und das auch. Mhm. Okay, das geht wieder nicht. Ach so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das verbessere, oder? Egal. So, wir gucken mal. Ja, gut, dann haben wir hier ja alles gemacht, ne? Okay, dann haben wir ja eine Höhle jetzt, die wir für Deke finden sollen. Das machen wir. Weltkarte. Hm, da hinten. Was ist denn da in der Nähe? Das Ding, ne? Guck mal, jetzt haben wir es auch im Ladebildschirm gehabt, das Ding. Habt ihr es gesehen? Okay. Achso, das war das Dorf. Ich weiß schon wieder. Zweifellos schon lange verlassen. Hm? Ach, das Ding. Uns das angucken. Revelio. Lange verlassen, sagst du? Sieht aber nicht so aus. Das sieht so aus, als wäre das bewohnt. Sag mal. Nur nicht beißen. Du hast recht und hast dann dein Freund. Ich gucke zu, wie das Licht auf meinen Augen verschwindet. Ja. Du entkommst dir nicht nochmal, Feigling. Da hast du Moment. Findung. Aktion. Reduktion. Natürlich. Okay. Da war's das.
Revelio. Was war das denn? Oh, ich kann keine Tränke mehr tragen. Wo sind denn die? Ist da oben Gegner? Immer nicht. Also hier waren wir ja sowieso schon, aber... Muss irgendwie oben drauf sein. Naja. Es hat Glück, dass es eine Schutzzauber hat, wenn du mich fragst. Na, nicht geklappt. Scheinbar auch mit diesen Hunden. Du hast zu viel Feuerwhisky getrunken, wenn du glaubst, dass du mich übertreffen kannst. Letztes Mal konnte ich die Säcke kaum ertragen. Vielleicht schaue ich mich bei Falcroft mal nach Beute um. Wo ist denn der andere? Ich habe keine Ahnung, warum ich den Wirbel um das Wilde kümmere. Es gibt genug Tierwesen für alle. Ist er im Boden drin? Ach nee, da oben ist er. Oh, ich würde schon sagen. Aber hier ist irgendwas mit Tierwesen. Warte mal. Da gehen wir auf jeden Fall erstmal hin. Tierwesen haben immer Vorrang. Warte. Oh. Ja. Was ist denn das? Einhorn. Okay. Okay, warte, aber dann müssen wir das mit dem Randpullen machen. Werde ich das hinkriegen? Oder Arresto Momentum vielleicht? Arresto Momentum. Okay. Wir haben ein zweites Einhorn. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Läuft bei uns. Ja, das war's. Mehr ist hier nicht, aber das reicht ja auch immer. Ein Einhorn ist ein Einhorn, ne? Hä, warum führt er uns jetzt so komisch herum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich guck mal, ob ich fliegen kann. Achso, so. Hallo, Wolkenschwinge. Wolkenschwinge, hopp! Ja, da ist noch eine Aufgabe. Was ist denn das? Das muss die Höhle von Top sein. Ich sollte hineingehen. Hä? Yeah, was passiert denn? Ich will hier landen. Es funktioniert nicht. Ah! So. Absteigen. So. Die Spinnenhöhle. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien.
Alter, was ein Arschloch. Tops Meister ist furchtbar. Ja, das ist aber noch nett ausgedrückt, hör mal. Tops? Tops? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Ist da unten was? Ich weiß gar nicht, ob das... Revelio. Contringo! Lass mich raten, hier gibt's jetzt gleich einen Bosskampf. Contringo! Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Was? Noch mehr Kampf? Contringo! Ich weiß nicht, wo wir jetzt als erstes hingehen sollen. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. So, warte. Contringo! Er ist ja ekelhaft. Ah, guck's dir an. Ah! Hier rutscht man runter. Okay. Wer denn? Das war vielleicht nicht so schlau. Ich bin einfach da reingerollt, Alter. Wo ist denn jetzt der Speicherpunkt? Ich hoffe, der hat automatisch gespeichert. Hm? Ach lol. Okay.
Incendio. Mal und diesmal vielleicht nicht in den Tod stürzen. Moment. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Der arme Tops, Alter. Das ist eine Arena. Ja. Das ist ja ganz toll. Hab ich's? Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Okay. Ja, ist ja ekelhaft. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gehen und wo nicht. Gerne wissen. Das sieht so aus, okay. Bringung.
Revelio. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Ist er tot? Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Ja, das ist echt grausam, ey. Eigentlich müssen wir den Meister von Tops jetzt finden. Und die neben Tops setzen, wenn ihr wisst, was ich meine. Damit Tops mit seinem Meister vereint sein kann. Würde Tops bestimmt happy machen.